Yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 16 Karrieremodus und heute steht direkt das nächste Topspiel an. Letzte Folge ging es gegen Gladbach, da haben wir 0:0 gespielt und ja, heute geht es gegen Hoffenheim, da sehen wir schon, die sind auf dem dritten Platz, ja, auch richtig gut dabei. Wir natürlich auch nicht schlecht, ja, keine Frage. Ja. Ein Punkt sogar nur sehe ich jetzt gerade an Dortmund dran und die sind Vierter. Wenn wir gegen Hoffenheim zu Hause wohlbemerkt gewinnen sollten, was durchaus drin ist, dann sind wir da mit einem Punkt bis auf Hoffenheim ran und das wäre in der Tat richtig, richtig gut. Wir gehen direkt rein ins Spiel. Ausstellung haben wir letztes Mal schon soweit fertig bearbeitet. Wir sehen es hier nochmal. Eigentlich unverändert. Die einzige Position, die wir jetzt neu haben, ist Kirchhoff für Fritz, da der wieder ja, fit ist. Und wir gehen direkt rein. Dadurch, dass es ein Topspiel ist, lasse ich die Aufstellung mal so unverändert. Demnächst, wenn dann wieder schwächere Gegner kommen, werden wir auf jeden Fall wieder ordentlich rotieren, um den anderen die Chance zu geben, sich zu beweisen. Keine Frage. Aber gegen Hoffenheim möchte ich dann durchaus nochmal die Top 11 spielen lassen. Möchten die Zuschauer hier im Stadion ja natürlich auch sehen. Ja, die erste Mannschaft, nenne ich es jetzt mal. Ja, Hoffenheim kann man immer schlecht einschätzen. Sind zwar diese Saison sehr, sehr gut, aber gegen Gladbach haben wir eine ordentliche Defensivleistung gezeigt. Und das, ja, kriegen wir hoffentlich auch dieses Mal wieder hin gegen Hoffenheim. Und wir sehen hier schon einen alten Bekannten, den Kevin Kurani, der hier trotz schönstem Wetter mit Handschuhen spielt. Und hier sehen wir dann noch einmal die Aufstellung. Da ja, hinten defensiv, also hinten definitiv Süle da, an dem wir vorbeikommen werden. Das wird schwer sein. Auf den Außenseiten Elyounoussi und Volland, auf die wir aufpassen müssen. Und ja, es geht los. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und wenn wir so eine Defensivleistung wie gegen Gladbach zeigen, dann wird das, glaube ich, ganz gut. Müssen zwar dann ein bisschen besser offensiv werden, ein paar konkretere Chancen uns rausarbeiten. Auch das Passspiel. Jetzt haben wir es hier gerade schon mal wieder gesehen. Gut, der war ein bisschen schwerer. Aber das Passspiel müssen wir auch deutlichst verbessern. Und das ist ein schöner Einsatz von de Blasis, auch wenn er dann nicht an den Ball kommt. So. Kurani, ja, auch ein Topscorer. Hier momentan zumindest. Weiß ich jetzt nicht, ja. Wollte ich gerade ansetzen, aber dann kriegen wir das Gegentor direkt in der siebten Minute. Oh Mann. Adam Zoloi nach Flanke von Kurani, der sich da gegen Westergaard durchsetzen kann. Und ich weiß nicht, wo Jorfer da war, aber der geht gar nicht wirklich hin. Der läuft da nur brav mit. Und der vermeintliche Favorit Hoffenheim geht hier mit 1:0 in Führung. So viel zu unserer Defensivarbeit, die ich vorher noch gelobt habe. Aber gut, da müssen wir halt durch unsere Offensivleistungen glänzen, die dann hoffentlich besser sind heute. Bislang alles noch ein bisschen wischiwaschi da vorne. Ein bisschen unkonzentriert dann auch. Also die Fehlpässe da wie eh und je das Problem bei uns. Dass der entscheidende Pass dann da nicht ankommt, aber es ist ja noch früh im Spiel, nicht mal eine Viertelstunde gespielt und hier kommt Zoller wieder. Wieder gegen Westergaard, der sich da durchsetzt und eieiei, hätte er da auf Kurani gepasst. Boah. Also Kurani da vollkommen frei, der hat einfach nur einschieben müssen. Zoller da zu egoistisch und das wäre definitiv das 2:0 gewesen. Ach, da kommt der Ball von de Blasis oder er kommt gar nicht erst zum Passen. Sonst hätte ich da unten auf Kirchhoff irgendwie gespielt, ihn ja, abtropfen lassen. Ja, Hoffenheim macht gut Druck, auch jetzt hier nach dem 1:0. Scheinen wir ein bisschen schockiert zu sein und Kaderabek da Garcia hinten rein. Hätte auch vorher andersrum gepfiffen werden können. Aber
war angeblich alles fair von Garcia und er rutscht dann da rein, ohne Gelb zu kriegen. Also wenn er so einen Foul bringt, dann eigentlich auch mit Gelb. So, und Kirchhoff gerade wieder gesund. Der möchte natürlich zeigen, was er kann, dass er wieder da ist. Ach, und komm schon. Da kommt Uja nicht richtig ran. Läuft zwar rein, aber dann bringt ihm das doch irgendwie nichts. Und Kirchhoff verlierte das Kopfballduell. Also, dass der Kurani noch so gut drauf ist, da auf seine alten Tage, hätte ich nicht vermutet. Zumindest hier im Spiel. Das ist ja noch mal wieder was anderes als dann im Vergleich zum echten Leben. Und warum kann der Ball von de Blasis da nicht ankommen? Wäre eine schöne Chance geworden. Jetzt hat Hoffenheim sie und Wiedwald ist Gott sei Dank da. Ja, die Pässe, die bei uns nicht ankommen, die sind bei Hoffenheim sofort am Mann. Ja, und Wiedwald musste da hingehen, konnte sich da auszeichnen. Und so bleibt es Gott sei Dank bei einem 1:0 und um Gottes Willen. Ja, wir sind gerade irgendwie absolut neben der Spur. Wiedwald da jetzt auch gerade mit dem Abwurf. Und dann muss vielleicht einfach mal eine Einzelaktion her, jetzt in diesem Fall hier nicht, um da wieder den Anschluss zu finden. Und Uja kommt zum Abschluss, aber zu ungefährlich, direkt in die Arme von Baumann. Ja, man merkt schon, Hoffenheim genauso wie Gladbach, hochmotiviert, selbstbewusst. Gladbach hat da nicht so die entscheidenden Torraumszenen bekommen. Wie Hoffenheim jetzt hier direkt schon am Anfang. Eckball für Hoffenheim auf jeden Fall jetzt. Westergaard kann da noch einen Fuß dazwischen kriegen. Und ich weiß nicht, warum er da mitten in den Strafraum köpft, Westergaard. Aber das war alles andere als gut. Das hier war allerdings sehr, sehr schön, der Einsatz von... Bitte was? Ach komm schon, Schiri. Kurani Gott sei Dank im Abseits, aber der Ansatz da von Shea. Mein Controller hat komplett vibriert. Naja, dann gibt's halt wieder Eckball für Hoffenheim. 40 Minuten rum. Und ich weiß nicht, ob wir in der Halbzeit schon direkt was machen müssen. Ich glaube nicht. Naja, kriegt er nicht, sonst wäre es vielleicht ein Konter geworden. Ich mag Hoffenheim sowieso nicht so gerne, also gegen sie zu spielen. Ach, und der Ball kommt auch wieder nicht an. Also die kriegen da immer noch wieder irgendwo ein Bein dazwischen. Das ist das, was wir gegen Gladbach auch schon hatten. Das Problem, dass wir dann da zu keiner entscheidenden Torszene gekommen sind, weil immer der entscheidende Pass gefehlt hat. Und jetzt gibt es 3 Minuten Nachspielzeit erstmal. Auch ungewöhnlich in der ersten Hälfte direkt 3 Minuten zu geben. So viel ist eigentlich gar nicht passiert. So, und El Yunusi hier nochmal über die Außenseite, aber Galvez ist da. Ja, und dann ist Halbzeit. 1:0 für Hoffenheim in Bremen. Also da muss auf jeden Fall mehr kommen von uns als Heimmannschaft. Und ja, wir sehen es, Dortmund führt, ist auch direkt ein direkter Konkurrent von uns. Schalke liegt hinten und Gladbach weiterhin 0-0. Also sie führen das fort, was sie gegen uns da beendet haben. Und Zoller ist raus, Marc Uth kommt für ihn rein und das dürfte vielleicht für uns die Chance sein, dass wir da defensiv ein bisschen Entlastung kriegen. Ich weiß, ich kann Marc Uth jetzt schlecht einschätzen, aber ich schätze mal, dass er nicht so gut sein wird wie Zoloi. Ich weiß auch nicht, was er hat, dass er schon direkt nach der Halbzeit gewechselt wird. Und das war eine gute Chance von Kurani. Ja, welche wieder zur erneuten Ecke für Hoffenheim führt. Ja, ist ja kein Wunder, dass sie mehr Ecken bekommen, weil sie auch deutlich offensiver spielen als wir. Und da liegt wer verletzt. Ich weiß nicht, wer es ist. Ja, wird jetzt auch abgepfiffen.
Scheer ist es, der sich da verletzt, als Wiedwald rauskommt, bleibt direkt liegen und muss wahrscheinlich ausgewechselt werden. Keine Ahnung, ob er gerade nur am Rand sitzt oder ob er schon raus ist. Die Anzeige kam noch nicht. Oh! Und da ist er geflogen und das gibt nur Gelb für Polanski. Also da hat er einen ordentlichen Überschlag gemacht. Die Wiederholung möchte ich mir gerne nochmal angucken. Hier Kirchhoff. Da bleibt er hängen. Ey! Ja, sehen wir nicht. Schade. Aber der hat ein gutes Rad gemacht. So, und das ist schön gespielt. Aber Polanski ist dann dazwischen und dann kriegen wir irgendwie den Ball verloren. Ja, Kostic heute sehr unauffällig auf seiner linken Seite. Aber wir haben ja sowieso nicht so viel Offensiv heute zu bieten. Von daher fallen die da alle so ein bisschen aus der Reihe. Und wir liegen immer noch 1-0 hinten. Die Zeit läuft und läuft. Ich werde jetzt auch mal auf Offensiv schon gehen. Denn wenn das weiterhin so spärliche Chancen sind, die wir hier kriegen, dann wird das nix. Ich bringe mal Nacho und Ødegaard, die haben mir letztes Mal gut gefallen. Und Fröde dann noch für Kirchhoff, ja, der noch nicht wieder hundertprozentig fit ist. So hat es zumindest den Anschein. Mal gucken, ob Nacho und Ødegaard da ein bisschen rumwirbeln können. Hier geht schon mal gut los. Ja. Das kann Hoffenheim locker klären. Und Jorfa lässt sich da von El Yunusi den Ball wieder abnehmen. Ja. Natürlich ist noch ein bisschen unerfahren, hat da noch nicht die Top-Bewertung auch, aber ach komm schon, was spielt ihr denn da für einen Murks? Wo ist denn da der Ødegaard? Also Hoffenheim erhöht jetzt wieder den Druck, wollen hier die Entscheidung. Und wir wollen natürlich den Ausgleich und Nacho, das macht er schön. Und da kommt Ødegaard nicht gut reingelaufen. Das ist alles nicht so das Wahre. Ich muss mich hier gerade mal ein bisschen konzentrieren, dass wir hier mal endlich zu einer Chance kommen. Aber das hilft auch nicht so wirklich was. Ah, Fröde. Schade. So, Ødegaard, das macht er super. Und das macht er scheiße. Mann. Der Pass war alles andere als gut. Und Baumann spielt ja schon mal gut auf Zeit. Kaderabek auch. Ja, den Kopfball gewinnt Bargfrede dann nicht. Da ist er dann doch ein bisschen kleiner. Ja, sie schaffen es weiterhin, genug Abstand zum Tor zu halten, so dass wir da nicht irgendwie auch nur in die gefährliche Zone reinkommen. Ja, und jetzt spielen sie hier komplett auf Zeit, die letzten 10 Minuten. Bargfrede kommt dazwischen, Gott sei Dank. Das ist nicht so das Wahre bislang. Jawohl! Da kommt der Ball irgendwie durch auf Nacho und nach 83 Minuten, beziehungsweise in der 83. Minute, macht er hier den Ausgleichstreffer. Baumann hat da noch ein bisschen Pech. Also hier habe ich endlich mal den richtigen Knopf gedrückt und nicht passend in den Lauf gespielt. Und da kommt Baumann ran, aber nicht entscheidend, war ein bisschen gegen die Laufrichtung. Schön ins lange Eck und ja, Glück war definitiv dabei. Kriegt ihn hier an den Unterarm und dann nochmal, so dass er ihn reinlenkt. Sonst wäre er wahrscheinlich vor der Linie liegen geblieben. Ja, soll uns egal sein. Wir haben hier gegen den nächsten Top-Favoriten quasi nach Gladbach das Unentschieden in der Hand. Wäre
Klar, 3 Punkte wären besser, aber jetzt nach dem langen Rückstand erstmal unentschieden halten und dann wären wir damit auch auf jeden Fall zufrieden. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Angriff. Hoffenheim freut mich auf jeden Fall, dass da die Zeitspieltaktik nicht funktioniert hat. Dass sie damit aufs Gesicht geflogen sind. Boah. Und da ist Garcia in höchster Not gefragt gewesen. Und irgendwie schaffen wir es, dass wir da zum Eckball klären. Also, ja, Abstoß. Also das war jetzt nochmal wirklich gefährlich. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt hier noch eine Chance kriegen. Na, Nachspielzeit gleich vorbei. Ja, letzte Chance wird Hoffenheim kriegen und Wiedwald ist da. Und ja, klärt zur entscheidenden Situation und zum Ende. 1:1 zu Hause gegen Hoffenheim. Ja, unentschieden. Natürlich das nächste jetzt hier nach Gladbach, aber, und das ist ein großes Aber, beides wirklich die Favoriten gewesen und beide haben wir, ja, Hoffenheim war ein bisschen glücklich, dass wir da das Unentschieden gekriegt haben, aber gegen Gladbach haben wir gut gestanden und hier haben wir dann auch nicht unverdient unentschieden gespielt, einfach nur in dem Sinne verdient, dass Hoffenheim da diese diese Zeitspieltaktik nicht spielen konnte, beziehungsweise dabei verkackt hat, freut mich. Gladbach gewinnt hier da noch 1:0 und wir gucken mal, ja, Leverkusen könnte noch an uns vorbeiziehen, aber wir haben Gladbach natürlich jetzt da den Vorteil gegeben, dass wir gegen Hoffenheim auch Punkte stehlen konnten sozusagen, dass sie da nicht näher rankommen. Wolfsburg konnte auch nicht näher rankommen und somit ja unverändertes Bild. Wobei Hoffenheim und Dortmund tauschen da immer so ein bisschen hin und her, aber unverändert da oben im Sinne von Gladbach Erster und wir stehen auf einem Europaplatz. Jetzt habe ich Hamburg vergessen. Sind auf dem 17. Hier sind da abgerutscht von 15 auf 17 so ein bisschen. Haben sogar auch schon ein Spiel mehr als Berlin und Darmstadt. Also für die sieht's nicht so gut aus. Ja. Ich bin mal gespannt, wo sie am Ende stehen werden, wo das hinführt, ob der Dino absteigt oder nicht. Irgendwo wäre es schade, irgendwo wäre es mir als Bremen-Fan aber auch egal. Euch dann ja bestimmt auch. Und das nächste Spiel sehen wir dann morgen, geht gegen Ingolstadt und da können wir ordentlich rotieren. Sag ich jetzt einfach mal so, das werden wir dann aber nächste Folge mal machen. Da werde ich dann mal gucken, wen ich da so spielen lasse. Auf jeden Fall werden da ein paar Jüngere die Chance kriegen auf ihren Startelf-Einsatz. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich über einen Daumen nach oben wie immer sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder, wenn es dann gegen einen Aufsteiger und möglichen Wiederabsteiger geht, nämlich Ingolstadt. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.